Buden hast du schon viele gemacht in deiner Karriere. War das eine der wichtigsten? War auf jeden Fall einer der wichtigsten, ja. Wie hast du dich gefühlt, als der Ball dann reingegangen ist? Mich gefreut, dass er drin war. Wer das Tor macht, ist eigentlich scheißegal. Wichtig war es, dass wir eine Bude machen. Dankeschön. Und dass wir ein bisschen Ruhe reinkriegen. Also noch nichts vorbei. Rückspiel haben wir noch. Geht's wieder voll 0-0 los. Von dem her ein Tor. Heute haben wir unsere Aufgabe erledigt. Samstag wartet die nächste. Jetzt bist du einer, der nur ab und an aufläuft, wenn Pullach 2 gerade mal nicht spielt. So ist es. Aber dann immer zur Stelle. Geht's nächstes Jahr für dich in Berg auch weiter und ja, wenn ja, in welcher Liga? Also auf jeden Fall, denke ich mal, so wie ich jetzt die Mannschaft einschätze und kennengelernt habe, haben wir auf jeden Fall was in der Bezirksliga verloren und wollen auch ein bisschen mitreden. Berg bleiben, ja, kommt drauf an, was ich trainermäßig mache, aber wenn nichts anderes kommt, dann will ich so weitermachen. Okay, du musst einfach in die Kamera schreien. Du schreist einfach rein. Was braucht ihr im kommenden Spiel? Welche Leistung muss kommen, damit ihr in der Bezirksliga bleibt? Genau die gleiche Leidenschaft, um jeden Ball kämpfen, jeden Ball kratzen, fighten, kämpfen. Der Wille muss da sein, absolute Wille muss da sein, der Langkönig 100%, da brauchst du wirklich alles. Weil Großwadern ist eine gute Mannschaft, vor allem die arbeiten sehr viel lange in Bällen. Da müssen wir wach sein und dann, denke ich, haben wir heute auch gezeigt, spielerisch können wir es. Wir haben sehr flinke Spieler in der Offensive und wenn wir da die Geduld behalten und dann unsere Konter fahren, dann wird es für Großwadern schwer. Was bedeutet das für Berg Bezirksliga zu spielen? Viel, wie man sieht. Schau dir die Kulisse an. Super, Dankeschön. Danke dir.